Künstliche Intelligenz wird immer mehr weiterentwickelt. Sie kommt auch in immer mehr Unternehmen natürlich schon zum Einsatz. Aber keiner hat sich da bis jetzt so weit vorgewagt wie NetDragon Websoft. Und zu diesem sehr interessanten börsennotierten Unternehmen gibt es jetzt ein Update. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wir sind im Moment in einem richtigen KI-Hype, aber auch gepaart mit Panik. Künstliche Intelligenz kann alles, aber sie stürzt vielleicht auch alles um und nichts bleibt so, wie es war. Und viele, die das beobachten, die sind zurzeit schwer begeistert von den ganzen neuen Möglichkeiten. Aber es gibt noch mehr Leute, die sind eigentlich mehr oder weniger in Schockstarre und sie fragen sich, was das für Folgen haben könnte. Wenn man zum Beispiel so Prognosen hört wie die von McKinsey, wo man sagt, allein in den USA werden bis 2030 45 Millionen Menschen oder 28% der gesamten arbeitenden Bevölkerung ihren Job verlieren wegen Automatisierung in Kombination mit künstlicher Intelligenz. Und bis 2030 wäre es ja nicht mehr lange hin. Aber die meisten Arbeiten, von denen man denkt, dass man sie leicht ersetzen könnte, das sind körperliche Tätigkeiten. Die Grafik hier ist aus einem Beitrag von The Hustle auf Basis einer OECD-Umfrage. Fischer, Waldarbeiter, Bauarbeiter, Eisenbahnarbeiter, Fahrer und so weiter, das brauchen wir angeblich nicht mehr. Das ist in Zukunft verzichtbar. Und wenn man dann aber die ganzen Forscher und Verkaufsmanager und Anwälte und Werbefachleute und natürlich auch die CEOs von den Technologieunternehmen fragt, was denn am wenigsten verzichtbar ist, dann ist die Antwort auch klar. Nämlich Forscher, Verkaufsmanager, Anwälte, Werbefachleute und natürlich am allerwenigsten CEOs. Die sind sogar fast so unverzichtbar wie religiöse Seelsorger. Wobei auch das eine künstliche Intelligenz wahrscheinlich inzwischen ganz gut hinkriegt. Erst verliert man wegen ihr seinen Job und dann braucht man sie aber doch, um sich von ihr trösten zu lassen. Aber man sollte ja meinen, wenn eure künstliche Intelligenz wirklich so gut ist und wenn sie vor allem bei komplexen Aufgaben mit vielen Daten und vielen Variablen ganz besonders gut ist, dann zeigt doch mal, was sie kann und ersetzt damit doch auch mal eure Jobs, weil in den Jobs, da ist das Wertschöpfungspotenzial dadurch ja dann ganz besonders hoch. Nur das hat bis jetzt noch keiner gemacht. Das einzige Unternehmen bis jetzt, bei dem eine künstliche Intelligenz eine Führungsposition bekommen hat, das ist meines Wissens NetDragon Websoft aus China. Ich habe das Unternehmen hier vorgestellt am 8. September. Das hat damals aber relativ wenige interessiert. Das war nämlich noch vor dem großen KI-Hype. Jetzt haben wir aber diesen Hype und ich habe jetzt das starke Bedürfnis für Sie heute zu dem Unternehmen nochmal ein Update zu machen. Und Sie kriegen aber nicht nur ein Update zu NetDragon Websoft, sondern Sie kriegen auch eins zu den großen chinesischen Technologiekonzernen Baidu, Tencent und Alibaba. Und zwar im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Sie haben es vielleicht mitbekommen, nach der starken Erholung im Herbst, da ist in China bei chinesischen Aktien die Luft schon wieder raus. Der Hang Seng China Enterprises Index, der ist inzwischen wieder auf einem 6-Monats-Tief. Da bietet sich's natürlich an, gerade auch bei den großen Technologiekonzernen, dass man sich da mal die letzten Quartalsberichte einfach anschaut und sich die Frage auch stellt, ist denn wirklich alles so schlecht oder warum liegen die jetzt schon wieder am Boden? Und der Report kommt nächste Woche raus. Die Reports von uns sind gratis, immer. Und falls Sie sie noch nicht kriegen, man bekommt sie auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Baidu, Alibaba, Tencent, ist der Kursverfall da jetzt wieder eine Einstiegschance? Aber zurück zu NetDragon.
NetDragon hat letztes Jahr im August den CEO-Posten für die Sparte künstliche Intelligenz besetzt, und zwar mit einer künstlichen Intelligenz, mit Tang Yu. So heißt sie und so sieht sie aus. Natürlich sieht sie so nicht wirklich aus, sie ist ja ein Programm, aber das ist die offizielle Version. Eine nette, adrette Dame, sehr wahrscheinlich auch sehr gewissenhaft und hoch motiviert. Und nachdem sie ein paar Monate im Amt war, da hat der Game World Observer auch schon gejubelt. Die Frau kann was, beziehungsweise die künstliche Intelligenz kann was. Weil die Aktie von NetDragon, vermeintlich ja geführt von der künstlichen Intelligenz, die hat den Hang Seng Index mit lauter Unternehmen, die geführt werden von menschlichen CEOs, klar geschlagen. Man braucht also, wenn man Outperformance haben will, keine Robo-Advisor, sondern man braucht Robo-CEOs. Das war allerdings im Februar. Ein paar Wochen später hat es dann schon wieder ganz anders ausgesehen. Hier ist da ein Jahreschart von TradingView. Im März hat dann was zugeschlagen, das noch mächtiger ist als künstliche Intelligenz, nämlich die Macht des Faktischen. Der Jahresbericht hat enttäuscht und die Aktie ist abgesackt daraufhin. Man muss allerdings auch sagen, wenn man sich mal den 5-Jahres-Chart anschaut, dann ist der jetzt zwar auch nicht unbedingt berauschend, aber im Vergleich zu den übrigen chinesischen Technologieaktien, da ist es eine Aktie, die sich diesem Kompletteinbruch doch widersetzt hat und die sich eigentlich im Vergleich ganz hervorragend gehalten hat. Zur Erinnerung, NetDragon, das ist ein Technologieunternehmen, es ist auch ein sehr technologieaffines Unternehmen, es ist aber kein KI-Entwickler, sondern es ist schon eher ein KI-Nutzer. Die zwei wichtigsten Sparten, das ist der Spielebereich erstmal, hier die EuDemons zum Beispiel, ein Computer-Rollenspiel, oder hier die Neopets, das sieht ein bisschen albern aus, ist aber auch immer noch ein großes Geschäft. Im Spielebereich, da ist NetDragon schon lang sehr erfolgreich und die Bruttomarge, die war letztes Jahr bei 95%. Das Ganze ist also hoch profitabel und es steht ungefähr für die Hälfte vom Umsatz. Mit der anderen Hälfte, da läuft es noch nicht so gut. Das ist der Bereich Promethean. Das war mal ein britisches Unternehmen, ist 2015 übernommen worden. Da geht es um so eine Art elektronische interaktive Schultafeln. Da kann man verschiedene Programme dann hochladen und jeder Lehrer kann sich darauf dann auch sein eigenes Profil zusammenstellen. Und der Bereich ist aber noch defizitär. Das Interessante daran ist, sobald so ein Ding mal in einem Klassenzimmer steht, da kann man denen wahrscheinlich dann noch alles Mögliche zusätzlich verkaufen, an Inhalten und an Software. Die Lehrkraft wird da also auch langsam ersetzt, aber bis dahin hat sie Spaß. Aber wie auch immer, das Hardware-Geschäft da in dem Bereich, das ist bis jetzt noch ein Verlustgeschäft. Von der Software erhofft man sich deutlich höhere Margen dann in Zukunft. Und sie haben eben weltweit jetzt auch schon 1,9 Millionen solche Tafeln verkauft. Wenn die Rechnung aufgeht, ist es für einen Anleger wahrscheinlich eine ganz interessante Sache. Letztes Jahr ist der Umsatz von dem Bereich auch noch mal um 34% gestiegen und der Verlust immerhin, der hat sich zumindest um 27% mal verringert. Was letztes Jahr dann aber enttäuscht hat, das war der Spielebereich. Da ist der Umsatz letztes Jahr um 5,8% gefallen und der Gewinn um 14,1%. Wegen der Covid-Lockdowns in China. Die Leute hätten zwar genug Zeit gehabt zum Spielen, aber das Geld saß eben dann nicht mehr so locker. Aber der Spielebereich, der subventioniert trotzdem immer noch den Lehrmittelbereich und der Gewinnrückgang im Spielebereich, der war jetzt auch nicht unbedingt dramatisch. Und man geht auch davon aus, dass es dieses Jahr da wieder besser wird. Und das KGV auf den Gewinn vom letzten Jahr, das liegt im Moment bei 8,3. Und auf den Gewinn, der für dieses Jahr prognostiziert ist, da liegt es ungefähr bei 7. Und die Dividendenrendite basierend auf dem, was letztes Jahr ausgeschüttet worden ist, die liegt im Moment bei 6,4%. Das ist für ein Technologieunternehmen auch ziemlich gut. Und sie sind außerdem netto schuldenfrei. Das spricht auch für die Aktie.
NetDragon hat jetzt Folgendes vor. Sie wollen Promethean, also das Lehrmittelgeschäft, abspalten und in New York an die Börse bringen. Über ein Vehikel, das ist das hier, Gravitas Education. Das war früher mein Kindergartenbetreiber. Jetzt ist es mehr oder weniger eine wertlose Hülle. Hier da ein Jahreschart in Dollar. Der Unternehmenswert von Promethean wird veranschlagt von NetDragon mit 750 Millionen Dollar. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu hoch gegriffen, weil das wären dann sozusagen 395 Dollar pro bereits verkaufter elektronischer Tafel. Aber der Sinn dahinter ist klar. Promethean, das ist ein internationales Geschäft. Der China-Teil davon, der kommt da auch nicht mit rein. Und das kommt dann aber wahrscheinlich auch bei den internationalen Investoren dann auch ein bisschen besser an. Man will auf jeden Fall zeigen, seht her, wir haben hier eben auch noch die Beteiligung an Promethean, die ist auch was wert und da sehen ja Investoren auch Potenzial drin. Und gleichzeitig haben wir aber immer noch unsere hochprofitable Spielesparte und wir sind schuldenfrei und wir sind aber selber in Hongkong bisher nur mit umgerechnet 920 Millionen Dollar bewertet. Es soll also der Wert von diesen Bereichen damit ein bisschen besser sichtbar gemacht werden und dieser Plan, der könnte sogar auch halbwegs aufgehen. Ich halte die Aktie auf dem Niveau, auf dem sie jetzt wieder ist, wieder für unterbewertet. Das Unternehmen ist meiner Meinung nach mehr wert. Es ist eine Technologieaktie, es ist aber gleichzeitig auch eine Value-Aktie mit vielen guten Value-Eigenschaften. Es ist stabil, profitabel, dividendenstark und günstig. Man muss aber auch bedenken, dass das Sentiment allgemein für Technologieaktien in China immer noch sehr schlecht ist und dass NetDragon Websoft eben auch eine Aktie ist aus der zweiten, dritten Reihe. Die werden eben grundsätzlich sowieso nicht so stark beachtet und darum kommt sie wahrscheinlich auch nur für bestimmte Anleger in Frage, die nach sowas eben auch speziell suchen. Also nach so unbekannteren, unterbewerteten Aktien und die dann das zusätzliche Risiko, das man dadurch möglicherweise eben hat, die das auch in Kauf nehmen wollen oder können. Die Aktie ist auch in Deutschland handelbar, aber wer kann, der sollte sie wegen der Liquidität lieber in Hongkong handeln. Da wird sie gehandelt in Blöcken von 500 Stück. Stellt sich nur noch die Frage, ob die Ausgliederung von Promethean an die Börse New York, ob das die Idee war von Tang Yu und was die sonst so den ganzen Tag auch macht, das faule Stück. Ich habe nämlich zum Beispiel extra den Jahresbericht jetzt durchgeschaut und da war natürlich der übliche Bericht auch drin vom Chairman und vom Verwaltungsrat, aber von Tang Yu kein Wort. Und alle Direktoren sind auch vorgestellt worden, aber über Tang Yu da dann auch kein Wort. Und sie hält auch keinerlei Aktien am Unternehmen. Also keinerlei Engagement anscheinend. Aber es gab neulich ein Interview mit einem von den technischen Leitern da und der hat gesagt, das stimmt so nicht, sondern sie ist wirklich fleißig. Sie macht zum Beispiel Telefonkonferenzen mit den Teams im Ausland und zwar gleichzeitig. Dass man jetzt also da sagen müsste, tut mir leid, ich muss jetzt erst noch das Gespräch mit den Kollegen in den USA abwarten oder sowas, das gibt's bei Tang Yu nicht. Und auch so peinliche Dinge wie zweimal hintereinander das gleiche Kostüm anhaben, das gibt's bei ihr wahrscheinlich auch nicht. Und sie und ihr Team, die hätten auch schon 300.000 Vorgänge bearbeitet und 500.000 Erinnerungen und Frühwarnungen verschickt. Sie geht den Leuten also richtig auf die Nerven. Aber das mit Sicherheit immer freundlich und gewinnend. Und die kleinen Aussetzer, die man da ab und zu auch noch mal hat, Morddrohungen, Tötungsfantasien und sowas, die kleinen Programmfehler, das kriegt man bestimmt auch noch in den Griff. Und gerade bei einer weiblichen künstlichen Intelligenz, der muss man sowas natürlich auch ab und zu mal auch zugestehen. Sie erinnern sich vielleicht, mich persönlich hat das ja am Anfang schon ein bisschen getroffen noch, dass die erste Führungsposition für eine künstliche Intelligenz, dass die gleich an eine weibliche künstliche Intelligenz gegangen ist. Aber inzwischen habe ich das überwunden.
obwohl das Gender-Thema und das Diversitätsthema, das reicht ja inzwischen auch schon weit in die Robotik rein. Man muss sich nur das hier mal anschauen. Fritzchen, Jürgen, James, wie ganz normalen Transportrobotern da schon wieder Geschlechterrollen aufgezwungen werden, es schreit zum Himmel. Und darum empfiehlt der Anbieter hier zum Beispiel auch die Nutzung der genderlosen künstlichen Roboterstimme Q. Sie sehen also, die Debatte geht inzwischen über den Sexroboter weit hinaus und wir werden sie hier aber trotzdem wieder mal übergehen. Wichtiger ist jetzt, dass Sie sich noch rechtzeitig unsere Zukunftsmärkte-Reports besorgen. Im nächsten, wie gesagt, da geht es ja dann um die großen chinesischen Technologieaktien, Baidu, Tencent, Alibaba. Wie haben die sich geschlagen und wo stehen die jetzt? Weil sie natürlich im Vergleich zu den amerikanischen Technologieaktien ja stark zurückgeblieben sind. Und Sie bekommen die Reports von uns auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.